Hallo und herzlich willkommen zum Tasting Buddies. Ich bin Martin und heute gibt es einen Islay Whisky und zwar den Bruichladdich Islay Barley mit der schönen Aufschrift We Believe Terroir Matters. Ja, ein Unpeated Islay Single Malt Scotch Whisky, nicht gefärbt, schön hell. Schön, ja. Auf jeden Fall sind sie ehrlich. Und so, es ist Islay Single Malt Scotch Whisky, Islay Barley. A fascinating exploration of the influence of terroir on artisanal single malt whisky. Jo. Nicht filtriert und kolorfrei. 50% Volumenalkohol, 200 Milliliter haben wir hier drin. Kostet in der Regel so um die 20 Euro. Ja, wollen wir natürlich auch mal ins Glas geben. Also der Korken, riecht ein bisschen muffig. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal, also da ist so eine, naja, ist nicht so angenehm. Also hier ist ausschließlich Islay-Gerste drin. Und ja, schauen wir mal. Abgefüllt ist diese Flasche hier 2015, ist die Flasche 206. Das erkennt man hier hinten drauf, ist so ein Stempel. Ja, wenn ihr das nicht erkennt, blende ich es euch mal ein. Also er hat so eine leicht muffige Note. Ob es jetzt dadurch kommt, dass das 2015 abgefüllt ist und wir jetzt mittlerweile 2020 haben. Ob der Kork da irgendwas... Aber... Wenn ich versuche, diesen Geruch auszublenden, dann wird es ein bisschen blumig. Eine leichte Fruchtnote. Ja, ein Hauch Zimt vielleicht. Probieren wir mal. Cheers. Er ist süß. Eine Würzigkeit kommt durch. Eiche. Und das Malz. Da ist immer noch so eine unterschwellig eine Note drin, die den Geruch so ein bisschen bestätigt. Der Nachklang ist relativ lang. Warm. Das Getreide merkt man also deutlich. Das schlägt schon durch. Aber auch da ist immer diese Unternote drin, die das ein wenig ja, muffig wirken lässt. Ich weiß nicht, ich kann es nicht richtig beschreiben. Ich weiß nicht, ob er generell so ist oder ob es an dieser Flasche liegt, weil die aus dem Grabbelkorb kam. Weiß ich nicht. Also dafür, dass er nicht getorft ist, kommt jetzt, wenn er etwas geatmet hat, durchaus eine leichte Torfnote durch. Aber es ist halt ein Unpeated. Tja. Gut, das muss, glaube ich, jeder für sich selber in seinen Geschmacksnerven ausmachen und entscheiden. Gut, also wäre jetzt nicht unbedingt einer, den ich mir nochmal kaufen würde. Und auch keiner, den ich mir hinstellen würde, um den anderen anzubieten. Deshalb, ich bin froh, dass es nur eine kleine Flasche ist. Das haben schon einige probiert und auch meinen Geschmack bestätigt. In dem Sinne, wenn euch das kleine, aber feine Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, da verpasst ihr keins mehr der Videos, die jeden Samstag um 14 Uhr kommen, wenn es dann heißt Tasting Buddies Whisky Tasting. In dem Sinne, tschüss, bis nächste Woche und bleibt gesund.